Ja gut, schauen wir es uns halt mal an, oder? Den Cryofall. Neue Welt überleben. Also ich bin ja schon, ja, bin schon ein Fan von Überleben. Ist dieser Modus die empfohlene Welt? Ja, dann schauen wir mal, ne? Wenn's die empfohlene Welt ist, dann wird's schon passen. Also das ist so ähnlich wie RimWorld. So ähnlich. Nur ein bisschen anders, ne? Wie in geladen. Ja, wie in geladen, Alter. So, was haben wir denn hier? Machen natürlich männlich. Oh. Ein Viech. Was ist das denn hier für ein Gesicht? Ja, schwierig. Ja, läuft. Ist ja wohl, ist ja eh klar, ne? Ach so, Haarfarbe geht quasi nicht. Okay. Das ist er. Charakterhintergrund. Die Galaktische Republik. Unabhängige Welten. Ich würde mal fast sagen, da war ich bei den unabhängigen Welten bei, oder? Ja, das hört sich gut an. Die waren dagegen. Ne? Das ist schon mal mein Ding. Hauptsache dagegen. So, jetzt. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, was man hier machen muss. Diese Pflanze ist noch nicht reif. Eine Axt. Okay. Na, ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, was mich hier erwartet. Also so mal gar keinen. Was ist das hier? Leuchtende Pflanzen. So, kann man hier irgendwo Pause machen oder sowas? Also so ist scheinbar Pause. Okay, man kriegt auch gar keine Tutorials oder irgendwas zum Einstieg, sondern es geht einfach los. Wow. Inventar oder irgendwas? Okay, hier ist Tab, meine Ausrüstung. Werkstatt. Die kann ich nicht bauen, weil es fehlt. Was fehlt mir hier? Ah ja, das Seil fehlt mir. Und um Seil herzustellen, brauche ich quasi diese Fasern. Wo kriege ich die her? Synthetische Fasern? Kann durch das Sammeln von Gras. Okay, Gras. Also ich weiß halt nicht wirklich. Oh, hier ist irgendein Vieh. Ein Vieh. Okay, Tabulator. C ist die Werkstatt.
Okay, dann stellen wir noch mal Seile her, ne? Stellen wir mal ein paar Seilchen her. Okay, die haben wir jetzt, oder wie? Okay, jetzt können wir auch so eine Axt bauen. So, okay, Inventar. Okay, wir haben jetzt hier so eine Axt. Was machen wir damit? Man fällt einen Baum. Ist ja schon mal eh klar. So, wo steht denn jetzt, wie viel Hunger ich habe oder was? Das sieht eigentlich noch ganz gut aus, ne? Sammle Ressourcen, sammle Fasern, sammle Zweige, sammle Stein. Okay. Also da oben gibt es wohl scheinbar sowas wie einen. Ja, so eine Art Quest oder sowas. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mich das. Oh, das Vieh greift mich sogar an. Okay, also ich will eigentlich nicht wirklich jetzt einen Kampf. Oh. Wie weit rennen die mir hinterher, so bis es nicht mehr geht, oder? Ah ja, jetzt bleibt es stehen. Mal Glück gehabt, ne? Ein Huhn, ein Chicken, eine Schlange. Okay, hier drüben ist quasi meine Gesundheit. Schlange schaut schon ein bisschen zu mir. So, jetzt brauchen wir noch einen Stein. Jetzt haben wir aber die Quest eigentlich, oder? Was heißt hier bereit? Okay, das. Abgeschlossene Quest. Das ist eine Quest. Stelle her Seil, stelle her Steinaxt. Haben wir ja schon gemacht. Fälle einen Baum. Okay, müssen wir noch einen Baum fällen, ne? Eine Spitzhacke und einen Werkzeugkoffer. Ah ja, ist klar. Ne? Ist ja logisch. Also da brauche ich noch mal 10 Steine für den Werkzeugkoffer. Brauche einen Haufen Steine. Ja, also wenn es ums Überleben geht, braucht man schon seinen Werkzeugkoffer, ne? Also, das macht schon Sinn. Aber was bringt der Werkzeugkoffer denn eigentlich? Ah ja, bauen oder reparieren einer Gebäudekonstruktion. So, jetzt wird es, glaube ich, schon dunkel, oder? Okay, Lagerfeuer, also wir können nichts bauen außer Lagerfeuer oder was? Sieht wohl ganz danach aus, aber da es jetzt schon dunkel wird, würde ich fast mal so ein Lagerfeuer bauen. Oh, ein Wolf, da oben ist ein Wolf. Ich denke mir mal, ich werde noch nicht wirklich jetzt imstande sein, irgendwas Großartiges zu bekämpfen, sage ich jetzt mal, ne?
Ich sammle erstmal so ein bisschen alles ein und dann baue ich hier mal so ein kleines Lager auf. Warum hier? Aus Gründen. Wichtig, um etwas zu bauen oder zu reparieren, benötigst du Werkzeugkoffer. Rüst den Werkzeugkoffer in einer Hotbar aus. Okay, der muss da drin sein. Also, der muss hier in der Hotbar irgendwo sein. Jetzt kann ich bauen. Aber ich kann hier nur einen Schlafsack oder einen Lagerfeuer bauen. Du stehst in dieser Zelle. Okay, was heißt interagieren? Ich kann da jetzt was reinballern. Holz. Brennstoff. 15 Holz. Kann ich doch bestimmt auch diese Zweige reinballern, ne? Okay, kommt halt jetzt ganz drauf an, was bringt das? Also kann ich es nicht auch einfach anmachen, das Feuer so? Okay. Besuche felsige Berge, baue ein Mineral ab. Grabe nach Stein. Koche ein Lebensmittel. Da kommt nichts raus, oder wie? Doch. Ah, okay. Ausgabe Asche. Ah, okay, aber ich muss dann nicht dabei bleiben. Ich kann schon woanders hin. Besuche felsige Berge. Okay, jetzt habe ich hier quasi so einen gebratenen Pilz. Holzkohle und Asche. Esse etwas. Okay, habe ich was gegessen? Zum ersten Mal verzehrt. Ja, geil. Okay, aber Wasserknollenfrucht, okay, ja, ist halt jetzt so doof. Weil ich ja kaum was sehe. Ist es vielleicht sinnvoll, sich eher hinzulegen, wenn man jetzt hier nichts sieht? Ah, jetzt brauche ich wieder so Stöckchen. Also hier unten sind auf jeden Fall irgendwelche Tiere, die mich angreifen, vielleicht, eventuell. Ah, ich brauche noch viel mehr von diesen Stöckchen. Aber hier ist der Wolf. Oh, Wolf. Eher so geht so. Nahrungssuchefähigkeit entdeckt. Okay, was ist das? Okay. Zurück zu meinem geilen Lagerfeuer. Was bringt mir das Lagerfeuer überhaupt? Kann ich es wieder wegmachen? Kann ich es wieder abreißen oder irgendwas? Das nehme ich alles wieder mit. Ah, meine Stöckchen kann ich auch wieder rausnehmen. Okay. Mein aktiver Respawn-Punkt. Okay.
dachte, ich muss mich da auch reinlegen oder so, aber scheinbar muss man sich gar nicht reinlegen. Wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich sowas hier baue, um mich zu verteidigen gegen eventuell einen Wolf oder etwas. Oder etwas in diese Richtung. Ich hätte gerne wieder Tag. Warum leuchtet die Fackel jetzt nicht mehr? Ah ja. Okay, hat man hier sowas wie eine Karte, also so eine Map, wo man größer sehen kann, oder? Was heißt das hier jetzt, das ganze Gedönse? Okay. Es hilft nichts, ich muss scheinbar schneller laufen kann man nicht. Soll das ein Gebirge sein oder was? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ab wann man hier sesshaft wird oder überhaupt irgendwas baut. Okay, das ist sowas wie ein Stein hier, ne? Können wir mal gucken, ob wir den abbauen können irgendwie. Nicht wirklich, also schon, wir können den abbauen, aber es war jetzt nicht irgendwas Spektakuläres Neues dabei. Was ist das? Ein Ameisen? Sand. And what's this? Ton. Okay, jetzt haben wir hier wieder so eine Schlange. Ah. Da bauen wir mal so ein Ding hier. Erstmal ein Seil. Und jetzt so ein Messer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Schlange hier. Boah. Eine grüne Schlange gekillt. Was hatte die denn jetzt bei sich? Giftheiliger Munition oder Medizin, okay. Ton. Sand und hier war Salz. Okay, wir haben sogar Salz gefunden. A little bit of salt. So, okay, wie kriegt man jetzt hier neue Sachen freigeschaltet? Muss ich hier Sachen erforschen oder? Wo geht das los? Oben oder unten? Ja, Verteidigung ist ja schon auch ganz cool, wenn man das irgendwie kann. Angriff, ja, Angriff finde ich auch immer geil. Also Angriff wäre schon auch geil. Eisenbahn, Industrierang 1. Okay, also da braucht man schon mal ein bisschen irgendwie
Industriegedönse. Aber dann würde ich mal hier anfangen zu forschen. Also. Oh, das geht aber ganz schön weit. So, können wir jetzt hier. Was heißt das hier? Was ist ein Landclaim? Hilft dir dabei, deine Basis zu schützen, indem andere Überlebende davon abgehalten werden, Dinge zu bauen oder einzureißen? Ein Landclaim verhindert außerdem den allmählichen Verfall deiner Konstruktionen. Okay, aber Gebäude kann ich immer noch keine bauen, oder wie? Oh, that's not so good. Ist das hier oben? Ah, hier liegt irgendwas. Das sieht mir nach einem Mineral aus. Minerale, Mary, Minerale. Wir bauen es mal ab. Irgendwas ist hier drin, ja. Wasserknollenfrucht bräuchten wir noch. Was ist das hier? Okay, what the fuck? Ein Teleporter oder was soll das sein? Ja, steht einfach mal so ein Teleporter hier in der Gegend rum. Kann man den abbauen oder so? Nee. Also vielleicht schon irgendwann mal, aber jetzt noch nicht. Also, weiß auch nicht so ganz genau, um was es hier in dieser Geschichte eigentlich geht. Okay, jetzt haben wir hier so einen Wolf. Wolf. Ein Wolf. Ich weiß nicht, wie stark die Gegner sind, ehrlich gesagt. Okay, der tötet mich halt, ne? Oh. So, respawn an deinem Bett. Okay, also die Viecher sind schon nicht so schwach, sage ich jetzt mal. Aber wenigstens verliert man seine Sachen nicht komplett. Ah gut, okay. Aber man verliert hier seinen Nahrung- und Wasservorrat. Okay, so ein Wildschwein ist auf jeden Fall recht heftig. Also ich kann auch nicht wirklich das Wildschwein, sage ich jetzt mal, züchtigen, ohne dass es Damage an mir macht. Also so Outplayen oder sowas geht scheinbar nicht. Jedes Mal, wenn ich Damage mache an dem Vieh, dann macht es auch Damage an mir gleichzeitig. Also. Ich kann es leider nicht durch Skill irgendwie besiegen. Was das natürlich schwer macht. Also. Sehr schwer auf jeden Fall. Puh. Aber da braucht man ja schon viel, oder? Also, damit man hier satt wird. Okay, die Dinger kann ich gar nicht essen. Ölschotenfrucht, ungenießbare Frucht. Okay. Erdöl. Rohes Fleisch, aber das können wir ja zum Beispiel andünsten. Verkohltes Fleisch. Also eigentlich will ich es nicht verkohlen, sondern ich will es. Ich will's dünsten. Dünsten. Möchte ich es gerne dünsten. Okay, während das hier vor sich hin brutzelt, müssen wir weiter gucken, dass wir irgendwie ein bisschen vorwärts kommen. So, unser Inventar ist auf jeden Fall
noch voll. Hier ist noch so eine Wasserkugel. Ja, wo man Wasser herbekommt, das weiß ich nicht so ganz genau. Und was das hier jetzt bedeutet, dieses Blaue, das ist, glaube ich, mein Bett, oder? Nee. What's this? Müllhaufen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Okay. Wie alt bin ich? 40? Ich habe noch nie einen Müllhaufen gesehen. Okay. Ich habe auch noch nie einen Stein aufgehoben. Oh. Zum ersten Mal entdeckt Stein. Okay, also sinnvoll wäre es schon, eine Fernkampfwaffe zu bauen, wenn man quasi dem... Was heißt das hier eigentlich? Geschwächt. Ah ja, okay, das ist wahrscheinlich, weil ich... Ja, weil ich ableben durfte, musste, konnte. Also eine Fernkampfwaffe wäre wahrscheinlich ratsam, erstrebenswert. Wenn man diese Wesen hier nicht. Also die Schlange konnte ich ja schon irgendwie killen, ohne dass sie Schaden an mir gemacht hat. Aber beim Wildschwein habe ich es irgendwie gerade nicht wirklich geschafft. Also. So. Jetzt müsste hier ein leckeres Fleisch sein. Ja. Ja, haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel das. Naja, das macht jetzt auch nicht so viel, ne? Innerhalb des markierten Kartenbereichs gab es einen Meteoriteneinschlag. Ja. Die Karte, wo ist die Karte denn überhaupt? Also, ah ja, das ist die Weltkarte. Okay. Oh, oh. Oh. Also hier oben. Okay, die Karte ist auf jeden Fall schon mal. Ich sag mal so, sie ist groß. Oh, ist huge. Aber, das hilft uns halt alles nicht wirklich großartig weiter, ne? Wir wollen hier Sachen töten, Alter. Töten. Hierzu brauche ich quasi Industrie auf 1, eine Werkbank, dass ich hier eine Werkbank bauen kann. Und um das jetzt zu machen, Eisenbahn, aber Industrie Rang 1 habe ich doch gerade gemacht, oder? Nee, das war einfach nur eine Werkbank. Wo ist denn das sogenannte... Heißt das, ich muss die Technologie komplett freischalten oder wie? Nee, jetzt. Okay. Also. Schusswaffen. Ja klar, wer will die nicht? Aber ich würde mal sagen, schneller geht's erstmal hier mit einer Armbrust, oder? Okay, jetzt müssen wir eine Werkbank bauen. Also wir machen uns mal hier auf jeden Fall sowas wie ein Lager. Alles andere ist, glaube ich. Also irgendwo muss man ja ein Lager haben. Und es wird hier sein. So, wo kriege ich denn jetzt die Holzbretter her? Ah, hier. Okay.
Okay, also wie auch immer er hier so Holzbretter baut. Der gute Dude. So, interagieren, was heißt das jetzt hier? Eisenbarren, wo kriege ich denn jetzt Eisenbarren? Ich brauche für eine Armbrust wirklich Eisenbarren? Hier wohne Roll Me? Wo kriege ich die hier? Eisenbarren? Muss ich da so eine Schmelze bauen oder was? Brauche noch mehr Stein. Holy Baby Jesus. Ah, hier ist schon wieder so ein Wolf. Ding Dong, hier ist Ihr Paket. Also jetzt bauen wir hier so ein Land Claim. Achso, wir brauchen noch mehr Holz. Okay. Whatever it is. Okay, das ist jetzt unser Land Claim. So, jetzt können wir aber leider das Ding nicht mehr bauen, weil wir wieder keine Steine mehr haben. Aber so wie es aussieht, spawnen die auch wieder irgendwie, oder? Also jedes Mal, wenn man hier rausläuft, sind die wieder da. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier alle Steine aufgesammelt hatte. Bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das die Reisegeschwindigkeit ist. Also ein bisschen schneller, wenn man sich anschaut, wie groß diese Map sein soll, dann ist die Reisegeschwindigkeit eher so langsam. Reicht immer noch nicht. Haben wir hier irgendwie sowas wie... Oh, da ist eine Schildkröte. Na, hier haben wir sowas wie... ja doch, ist auch immer ein Stein dabei, aber wir brauchen mehr Steine, also wirklich viel mehr Steine. Ist das eine böse Schildkröte? Tötet die uns oder... Ich glaube, der Wolf tötet uns, ne? Der schaut schon so ein bisschen interessiert, sage ich jetzt mal, schaut der, ne? Leicht nach vorne gebeugt, interessiert. Das müsste Eisen sein, das Zeugs hier. Grabe nach Stein. Was heißt Grabe nach Stein? Also mit was gräbt man denn nach Stein? Mit einer Schaufel? Was ist denn eine Schiene? Was bringt mir denn eine Schiene? Ah, einen Knochenbruch zu stabilisieren. Grabe nach Stein. Okay, aber Grabe nach Stein. Grabe nach Stein. Glaswaren. Okay.
Wie gräbt man denn nach Steinen? Naja, eigentlich, wo ich herkomme, mit einer Schaufel, aber ich kann keine Schaufel bauen. Warum auch immer. Ich sehe kaum noch was hier. Vor lauter hier Dunkelheit. Und was, also das hier, das seht ihr jetzt nicht, aber hier ist meine Ausdauer. Also scheinbar kann man hier auch irgendwie sprinten oder schneller laufen oder so. Ah, okay. Das ist langsam laufen. Das ist schneller laufen. Für mich kaum ein Unterschied irgendwie erkennbar. Okay. So, Brennstoff. Da ballern wir halt wieder rein. Holz ist ja logisch. Na, obwohl, wir könnten da auch gleich das hier reinballern. Und Kupfererz. Wir brauchen aber Eisenerz. Ja. Was ist hier der Unterschied zwischen den und den Eisenbarren? Jetzt eine really good question. Also so wirklich schlau werde ich noch nicht so ganz aus diesem Game. Also ich weiß nicht so genau, was da passiert ist, um was es da geht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, ne? Wir gucken jetzt einfach mal, was hier so bei rauskommt bei dem ganzen Gedönse hier. Also wir haben schon so. Oh. Ah, Holzkohle ist halt immer so das Nebenprodukt. Kann man das vielleicht gleich wieder da reinmachen? Ja, servus. Ne, ich wünschte, dem wäre so, aber LOL geht gerade nicht irgendwie bei mir. Also, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Leuten aussieht, aber bei mir geht's nicht. Es zeigt die ganze Zeit irgendwie eine Fehlermeldung an. Und sagt mich nein. So, jetzt brauche ich wieder ein Seil. Und nochmal Holzbretter. Holy moly, braucht man hier viele Holzbretter. Das gibt's ja gar nicht. Für eine Armbrust brauche ich 50 Holzbretter. Was wird das denn für eine Armbrust? Gewaltig, das wird eine gewaltige Armbrust. Vor allem aus einem so einem Baum kriege ich gerade mal fünf solche Hölzer irgendwie. Fünf solche Hölzer. Oh oh. Felsige Berge. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. No idea. I have no idea. So, aber jetzt hat. Jetzt bauen wir hier noch ein paar so Holzbrettchen, ne? Und jetzt können wir diese Armbrust herstellen.
Ein Pfeil mit Eisenspitzen? Ja, warum nicht? So, okay. Was heißt hier 0 von 1? Ah ja, okay. So, Wolf. Ich dachte eigentlich, dass man die... Ah ja, okay. Na ja, gut, doch. Macht Sinn. Also die Schlange. Die ist spielbar, ohne damit man irgendwie Damage bekommt. So, okay. Wo ist denn jetzt dieser Wolf? Der war doch vorhin irgendwo hier. Und vor allem, wie kann ich wieder Leben herstellen? Also, mit Essen alleine ist es hier nicht getan. So, im Vorbeigehen. Also die Pfeile, die liegen dann hier irgendwo, oder wie? Gachapunk. Okay, die Pfeile kann man wieder aufsammeln, was cool ist auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Wolf geplättet. Und was hat der da jetzt gedroppt? Pelz einfach nur, oder was? Also scheinbar verschwinden manche Pfeile auch, also. Na gut. Was auch ein bisschen seltsam ist, dass die kein Fleisch droppen einfach. Na, ich meine, an so einem Wolf, ist sicherlich normalerweise auch ein bisschen was zu essen dran, oder? Hätte ich jetzt mal so geschätzt. Okay, Schildkröten sind scheinbar absolut gut geeignet.
Ja, moin. So Fischhuhn, du. Was ist denn ditte hier für ein Ding? Okay. Wieso haben die mich jetzt angegriffen? Also. Ich habe diesen Seestern gekillt und das hat irgendwie alle getriggert. Waren das hier die Seestern-Freunde oder was? Hier kann man bestimmt auch irgendwie angeln oder so. Also, wenn man Gesundheit wieder regeneriert, das habe ich noch nicht so ganz gepeilt. Und auch wie man Wasser herstellt, habe ich noch nicht so ganz gepeilt. Also wirklich ausschließlich durch diese Wasserknollenfrüchte oder wie? Weil das ist ja schon dann nicht ganz so einfach die ganze Zeit, weil Wasser, ne, hier zum Beispiel ist so eine Frucht, aber da ist jetzt nichts gewachsen an dem Ding. Also Hauptproblematik sehe ich dann irgendwie in der Wasserherstellung, glaube ich, jetzt gerade in meinem Fall. Man kann das Zeug zwar essen, aber Wasser herstellen tut es nicht. Ah, okay, manche Beeren geben auch Wasser dazu. Okay, Knochen. Na gut. Gut, ich probiere jetzt noch einmal, ob LOL jetzt sich starten lässt. Ansonsten fällt es leider heute aus, ne? Wohl oder übel. Nee, das funktioniert leider immer noch nicht. Also. Aua. So viel zu Cryofall. Nö, leider heute nicht möglich. Also dann morgen wieder.